Guckt euch mal diesen Buschweg hier vorne an. Das ist ein ganz widerlicher Weg. Gefährlich. Hier, Bauer. Hier sind überall Mücken und sowas. Die zerstechen uns. Die nerven uns. Die müssen weg. Das sieht richtig geil aus. Das sieht aus wie so ein richtig überfettigter Nippel. Da wächst ein richtiger Nippel raus. Da wachsen bei dir noch viel mehr Nippel raus aus deinem Körper. Ist doch super. Perfekt. Ich bin gerade in Hannover angekommen und darauf, dass ich in Hannover angekommen bin, werde ich erstmal ein Bier trinken. Geprost! Und jetzt laufe ich so dorthin, wo ein Treffpunkt ist. Nach Richtung da lang. Ich laufe gerade durch diesen schmandigen, urinriechenden Tunnel durch. So, ich bin an der richtigen Verschmandung und ich bin gerade hier vor diesem Opernplatz angekommen und guck mal, wir haben ihn hier getroffen. Hey Leute, alles fresh, lange nicht gesehen. Und ihn hier. Hi. Und ihn. Den kennt man von TikTok. Und wir werden heute hier rumlaufen. Guck mal, wir befinden uns hier vor diesem verschmierten Rewe und ich werde jetzt erstmal Bier und nochmal Sachen kaufen gehen. So, wir waren gerade bei Rewe drin und ich habe gerade Bier und noch mehr Sachen eingekauft. Und darauf werde ich erstmal ein Bier trinken. Geprost! Wir sind beim Bahnhof angekommen und gleich treffen wir meinen Bruder. So, mein Bruder ist angekommen. Moin! Ich fahre heute nach Rügen heute Nacht. Ist voll die geile Insel. Viel schöner als Sylt und günstiger. Und da drehe ich halt ein Video. Könnt ihr euch ja anschauen. Wir sind gerade auf der Suche nach einer kostenlosen Toilette, die wir mit ganz viel Urin voll machen können. Und prüfen, ob hier drin eine kostenlose Toilette vorhanden ist. Guck mal, da vorne, da steht WC drauf. So, man hat hier gerade kostenlos Urin gemacht. Und wir befinden uns jetzt hier an dieser Stelle, wo wir vorhin waren. Und wir sitzen hier ein bisschen rum, weil das Wetter ist voll cool. Aber irgendwann kommt die Sonne runter, das ist scheiße. Aber jetzt gerade ist voll cool, weil die Sonne ist doch da. Die ist da ganz hinten. Die macht die Dreischepperung hier drauf, das ist geil. Ich liebe es. Da muss noch viel mehr davon kommen. Ich freue mich auf die Hitzezeit irgendwann demnächst oder so. Das wird scheiße. Die wird richtig geil. Die muss sofort genutzt werden. Guckt euch mal dieses Hähnchen hier an, das hier rumhüpft. Der ist richtig grau. So, ich bin gerade dabei, mit euch die Premiere anzuschauen und mit euch im Live-Chat zu interagieren von diesem Video hier. Und guckt mal, die anderen sind nach da hinten hingegangen. Nach Richtung da lang. Weil da ganz hinten, da ist ein Schließfach und Nico möchte dort etwas abholen. Und genau, und deswegen sind die anderen da hingegangen, um das die Sachen da rauszuholen. Und deswegen sitze ich hier alleine hier rum und passe einfach auf die Sachen hier auf. Aber die sind, aber es ist hier ganz in der Nähe dieser Schließfach, also die müssten jetzt in den nächsten 10, 15 Minuten wieder da sein. Wir haben dieses Bier hier vergessen. Geprost! Grüße gehen raus an Steffen G. Auf dich werde ich jetzt zwei Bierpowers machen gehen. Bierpower 1. Bierpower 2. Steffen, vielen Dank für deine großzügige PayPal-Donation. Und vielen Dank für die Glückwünsche für meine 5000 Abonnenten. Der Zug nervt. Aber egal, jetzt wird das eigentliche Video fortgesetzt. So, ich habe meine Premiere angeschaut und ich muss ganz dringend schon wieder Urin machen. Hier von vorne Ausscheidung machen, aber so richtig. Mit ganz viel Spritzen. Also mit Druck und richtiger Geschepper. Das muss richtig rausfließen. So, wir sind jetzt gerade hier an dieser Stelle, wo wir vorhin hier Urin gemacht haben. Und jetzt werde ich genau dasselbe nochmal machen. Ja.
Burger King ist gefressen und ich habe keine Ahnung, wohin mit uns. Wir laufen jetzt zum Maschsee. Guck mal hier, hier vorne ist Maschsee. Aber weil langsam Dunkle kommt, sieht man mich nicht so gut. Und genau, das wollte ich euch gezeigt haben, dass hier Maschsee ist. Bierpower! Guck mal Leute, jetzt ist langsam dunkler geworden. Das heißt, ich habe jetzt mein Licht an, damit ich mir selbst in die Fresse leuchten kann. So, wir laufen jetzt durch hier diesen engen Brennnesselweg hier durch, um uns da ganz hinten irgendwo unser Schlafplatz zu suchen. Das ist ein richtig widerlicher Brennnesselweg. Prüfen, ob wenn wir da ganz hinten angekommen sind, ob das ein voll cool Schlafplatz wird oder nicht. Aber hier sind auf jeden Fall ganz viele diese dreckigen, widerlichen Scheißmücken. Und genau, nur aus diesem Grund laufen wir jetzt da durch. Durch diese ganzen Brennnessel, die hier gegen mein Bein hier so ein bisschen brennen und sowas. Die sind voll widerlich gerade. Die brennen. Dieser Weg hier vorne, der wird immer enger und enger. Das ist voll scheiße, das hier mit diesen voll Fettwagen hier durchzuschieben. Das ist richtig widerlich. Das passt hier kaum durch. Das ist... keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Aber guck mal, diese ganzen Pflanzen und so weiter, die sind hier alle voll nass mit diesen ganzen vier Tropfen und sowas. Das befeuchtet meine ganzen Füße und sowas. Das ist richtig widerlich. Richtig geil, oder? Ich mag widerlich. So, wir haben hier vorne einen Platz gefunden. Und zwar dieses hier. Hier dieser Boden und sowas. Und hier ist auch ein bisschen abgelegener, aber hier sind ganz viele Scheißmücken, die uns hier gegen meinen Beinen und sowas stechen und gegen meinen Kopf und sowas und mir die letzten und hier diese letzten Gehirnzellen aus meinem Kopf hier heraus saugen. Aber egal, genau und genau dies deswegen aus genau diesem Grund werden wir heute hier pennen und ich werde jetzt erstmal meinen Tarp rausholen, damit wir so einigermaßen geschützt drauf liegen. Auf diesen Boden. Damit die Maulwürfer nicht vom Boden heraus gesprungen kommen und uns gegen das Nacken gebeißen. Geprost! Geprost. Mhm. Die auch an? Jetzt komme ich mit Biersocken nach Rügen an, ey. Die werden jetzt richtig nach Bier riechen hier. Ja, ich werde jetzt den Zug nach Rügen nehmen. Ich muss noch 40 Minuten zum Bahnhof gehen und ja. Eigentlich schade, dass ich gehen muss, aber der Tourismus ist zu krass am Tag mit dem Zug und deshalb muss ich nachts fahren und ja. Aber es hat mich gefreut, da gewesen zu sein. Schade. Uns hat das auch gefreut, ja, dass du dabei warst. Genau. Ich und Nico, wir schlafen hier. Mit den ganzen Mücken. Mit den ganzen Mücken zusammen. Genau, wir sind gar nicht mal so alleine. Und mein Bruder fährt nach Rügen. Er fährt nach Rügen jetzt. Also er läuft jetzt zum Bahnhof und fährt nach Rügen. Ja. Das wird schön. Und dann macht er da die nächste Tour und das verfilmt dafür seinen Kanal. Auf jeden Fall. So, hier sind immer noch ganz viele Mücken und so weiter, die uns das stechen. Und darauf, dass hier ganz viele Mücken sind, die uns kaputt stechen und sowas und diese Moskitokrankheiten in uns reinspritzen mit ihren Nasen und Rüsseln und sowas, werden wir darauf ganz entspannt pennen. Und deswegen würde ich sagen, gute Nacht bis morgen. Guten Morgen, wir haben hier gepennt und wir wurden hier von ganz vielen Mücken gequält. Und ich habe was gefunden. Frühstück gefunden. Ich bin der Fußpilz von Kellerasseln. Geprost. Thank you.
Was sind das hier für behinderte Geräusche die ganze Zeit? Das ist ja widerlich. Jetzt wird erstmal Koffein hergestellt. Weil Koffein wurde hergestellt. Ach du Scheiße, ich hab Koffein verloren. Ich muss das erst so austrinken. Ah, Koffein ist voll geil. Das kann ich nur empfehlen. So draußen in der Natur. Das müsst ihr auch alle mal probieren. Ach so, dieses Helle da drin, das ist keine Milch, sondern das ist eine abgespeckte, getrocknete Version von Milch. Kaffeeweiße. Und vorhin ist ein Angler von hier rüber gelaufen und der ist dann mit der Angel nach da oben hochgelaufen. Vielleicht ist da ganz oben ein Fluss oder so etwas und das ist der Grund, warum hier so viele Mücken und so weiter rumfliegen. Dass wir hier die ganze Nacht hier so richtig zerstochen werden. Genau. Das sieht richtig geil aus. Das sieht aus wie so ein richtig überfettigter Nippel. Da wächst ein richtiger Nippel raus. Da wachsen bei dir noch viel mehr Nippel raus aus deinem Körper. Ist doch super. Perfekt. Überall. Das ist eine super Stelle, so ein super Pennplatz gewesen. So, die Sachen sind gepackt. Und jetzt laufen wir erstmal nach da lang, durch dieses diese ganzen Brennnesseln und so weiter durch. Und da guck mal, ich habe mir eine andere Hose angezogen. Das ist meine neue Badehose. Weil wir werden gleich, ich werde gleich meinen Kopf ins Wasser reintunken. Und mein Körper auch. Ich werde unter Wasser reinschreien. Guckt euch mal diesen Buschweg hier vorne an. Das ist voll scheiße, diesen Wagen hier durchzuschieben. Das ist richtig widerlich. Diesen Wagen hier durchzuschieben. Der kippt immer wieder um. Das ist ein ganz widerlicher Weg. Und hier vorne, hier fangen die ganzen Brennnesseln hier an. Die hier durch mein Bein gleiten und sowas. Und diese komischen Gefühle verursachen. Hier bei diesen Brennnesseln, bei der 100 Kilometer Sauftour, den ich vor 2 Jahren mal gemacht habe mit Marvin, da bin ich leicht bekleidet über so eine Brennnesselbüsche besoffen reingefallen, weil ich zu besoffen war, um gerade zu gehen. Das war richtig unangenehm gewesen. Das hat dann richtig gejuckt. Das hat Schmerzen verursacht. Hier sind überall diese Kackmücken. Die sind richtig widerlich. Die haben uns die ganze Nacht hier zerstochen. Aber wir müssen da durch. Wir sind gerade hier von diesem Brennnesselweg durchgelaufen, wo die ganzen Brennnessel durch mein Bein geschliffen haben. Und jetzt sind wir hier auf diesem normalen Weg drauf. Und darauf, dass wir hier auf diesem normalen Weg drauf sind, werde ich erstmal ein Bier trinken. Geprost! Und jetzt weiter zu gelaufen bis zum Maschsee. Guck mal, wir haben hier einen verranzten Mülleimer gefunden. Jetzt kann endlich dieser nervige Müllsack entleert werden. Genauso wie, wenn ich wieder zurück bin, meine Sperma. So, die ganzen leeren Bierflaschen, die habe ich hier hingestellt. Und den Restmüll habe ich da reingemacht. Und da ganz hinten in diesem Gebäude, das ist eine Eisdiele. Und wisst ihr auch warum? Damit wir Eis fressen können. Dieser Eis, der hat mir dieser 2-Meter-Riese hier geschenkt. Zum Fressen. Ja, du siehst gerade so aus, als ob du frisch Analabfall in Eisdiele-Toiletten gemacht hast. Ja. Weißt du, ja? Richtig geil. Ich werde dir auf jeden Fall gleich nachmachen. Aber ich werde das... ich werde versuchen, so viel Bierschissgeruch wie möglich herauszudrücken. Extra damit die nachfolgenden Menschen, die da reingehen, ich die so richtig mit ganz viel Geruch belästigen kann. Ich möchte Würggeräusche hören, wenn ich rausgehe und die anderen reingehen. Das will ich versuchen zu fabrizieren. Also gehe ich jetzt dahin. Ich werde jetzt die Eisdielen-Toilette so richtig missbrauchen.
Er hat die Flasche verloren, das ist auf den Boden gefallen. Vom Rucksack. Ich habe mich gerade frei gemacht, weil der D3 der Shepard, das ist richtig geil. Und weil ich eine sexsüchtige Bisonspermie bin. Und weil da ganz hinten Wasser ist. Und da werde ich jetzt rein, meinen Kopf und meinen Körper reintunken. Das kann ich nur empfehlen. Und der Schwimmen ist auf jeden Fall geil. Wir haben gerade, keine Ahnung, 24 Grad oder so. So, wir waren gerade hier in diesem Maschsee drin gewesen. Und die Sonne ist voll cool. Und mir fällt auf, dass ich seit 20 Jahren nicht mehr hier über Maschsee gewesen war. Das letzte Mal, wo ich hier gewesen war, da war ich glaube ich 10 Jahre alt gewesen. Das war eine Klassentagesfahrt gewesen. Und so lange war ich nicht mehr hier gewesen. Palmen! Hier wachsen die rum. Die wachsen da richtig rum. Nicht so falsch rum wie mein Kopf. Guck mal, diese nervige Ampel, die nervt uns. Und das ist Zeitverschwendung. Aber ich glaube, gleich kommt grün. Dann können wir da rüberlaufen. So, jetzt ist grün. Jetzt können wir da richtig verschmandet rüberlaufen. Ich bin ein Hohlkopf. Ich bin ein richtiger Hohlkopf. Ich bin keine Mikrobe, sondern ich bin ein richtiger Einzeller. Wir laufen jetzt erstmal zum Opernplatz, beziehungsweise wir sind eigentlich schon da, und zwar hier vorne, bei diesem Vollfettgebäude. So, wir sind beim Opernplatz angekommen und wir haben ihn hier von gestern getroffen, ja. Und ihn hier. Guck mal, wir sind hier gerade bei diesem versüfften Rewe und ich werde hier erstmal Bier kaufen gehen. So, wir waren gerade bei Rewe drin gewesen und ich habe Nachschub geholt. Geprost! Diesmal Dosenbier. Bierpower! So eine Badewanne, die sind jedes Mal zu empfehlen. Die sind richtig herrlich. Das ist richtig geil. Das ist herrlich. Das ist eine geile Badewanne. Bierpower! Wir sind gerade hier beim Bahnhof oder vor dem Hauptbahnhof von Hannover und keine Ahnung, was wir hier machen, aber wir sind auf jeden Fall gerade hier. Ja, ist halt so, ne? Ach so, ja, stimmt. Wir laufen jetzt zum Schließfach, weil dieser 2 Meter Riese hier über mir, der hat noch seinen Koffer da drin. Der hat den vorhin eingesperrt dort drin. Und deswegen holen wir den jetzt raus, bevor der Laden hier schließt. Passt. Das ist mein Auto und das ist mein Koffer. Der Koffer ist ausgedrungen, ausgeschieden. Genauso wie ich vorhin in der Toilette. So, wir haben uns gerade, haben mir jetzt eben gerade so eine Kackmücke hier ins Auge geflogen. Das ist widerlich. Aber genau, wir haben uns von den anderen Leuten getrennt. Und jetzt laufen wir durch Hannover durch, um uns einen Pennplatz zu suchen. Wo wir schlafen können. Und wir laufen jetzt durch diesen Tunnel durch, wo ich gestern schon durchgelaufen bin. Signo.
drauf. Mit ganz viel Uringeruch. Und auch mit ganz viel Krach und Lärm von diesem ganzen Fahrzeug und sowas. Guck mal, wir sind jetzt schon wieder an diesem Opernplatz, oder wie das heißt. Und wir sitzen jetzt eine Runde hier rum. Richtig, ich streame gleich. Nico ist gerade live und ich habe den Livestream gestört. Wir sind gerade auf der Suche nach dem geeigneten Schlafplatz. Und da drüben, jetzt gerade sieht man das nicht so gut, aber genau da drüben, das ist Maschsee. Genau, da sind wir. Genau da in diesem See. Also an diesem See laufen wir gerade vorbei. Jetzt gelaufen wir zu diesem Pennplatz, wo wir die letzte Nacht gepennt haben. Und zwar dort, wo uns diese ganzen Mücken zerstochen haben. Und durch diese Brennnesselbüsche. Da laufen wir gleich dran durch. Wir laufen jetzt gerade durch diese ganzen Brennnesselbüsche schon wieder durch. Und hier sind überall Mücken und sowas. Die zerstechen uns. Die nerven uns. Die sind richtig beschissen. Die müssen weg. Die zerstechen mich jetzt schon. Da pennen wir heute. Schon wieder. Das machen wir extra. So, der Schlafplatz ist aufgebaut. Und wir pennen jetzt gerade fast genau in dieser Stelle, wo wir die letzte Nacht gepennt haben. Und genauso wie die letzte Nacht werden wir jetzt gerade auch von den ganzen Mücken zerstochen. Und das nervt richtig rum. Voll Fettstorchennest. Voll Fettwurm. Voll Fettrad. Voll Fettbaum. Voll Fettbrücke. Voll Fettnest. Voll Fettraupe. Voll Fettstorchennest. Guck mal, dieser Insekt hier vorne, der sieht voll fett aus. Und wisst ihr, warum der so fett aussieht? Weil der so fett ist.